Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir wecken heute die Toten, denn wir werfen einen Blick auf Necros. Necros ist ein Totenbeschwörer. Er nutzt seine Feinde als Waffen, anders als Nyx, aber erst nachdem sie tot sind. Seine Fähigkeiten, nicht zuletzt seine dritte, machen ihn zu einem begehrten Support-Frame. Necros Blaupause erhaltet ihr im Markt für 100.000 Credits, seine Teile droppen von Lefantis im Urukin-Wrack. Alternativ gibt es Necros, Samslot und Reaktor für 375 Platin. Necros erste Fähigkeit, Seelenhieb, wirft einen Gegner durch den Raum. Dies ist nützlich, um Prioritätsziele zu betäuben, eignet sich aber nicht für den Kampf gegen Gruppen. Seine zweite Fähigkeit, Schrecken, verängstigt eine bestimmte Anzahl an Feinden in Reichweite. Betroffene Feinde werden panisch weglaufen und haben eine reduzierte Panzerung. Wird die Fähigkeit erneut ausgelöst, werden Feinde priorisiert, die noch nicht betroffen sind. Seine dritte Fähigkeit, Entweihen, lässt tote Feinde zusätzliche Items droppen. Dies reicht von Gesundheitskugeln über Lebenserhaltungskapseln bis zu Rohstoffen, Blaupausen und Mods, was Necros in Farmmissionen sehr begehrt macht. Beachtet außerdem, dass, wenn Feinde in mehrere Teile geteilt werden, jedes Teil als eigener Körper zählt, der entweiht werden kann. Daher sollte Necros mit entsprechenden Waffen gespielt werden. Necros vierte Fähigkeit, Schatten der Toten, belebt die letzten Feinde, die Necros getötet hat, in stärkerer Form wieder. Die Schatten haben das gleiche Level wie der ursprüngliche Gegner, besitzen aber je nach Kraftstärke wesentlich mehr Gesundheit und können mehr Schaden anrichten. In jedem Fall können die Schatten gut als Ablenkung und Deckung dienen, um zum Beispiel einen anderen Spieler wiederbeleben zu können. Spezialeinheiten verleihen euch außerdem ihre Effekte. Necros erlaubt mehrere drastisch unterschiedliche Spielweisen. Zum einen habe ich mein Standardbild aus Vitalität, Umlenkung, Ausdehnung, Ausrauben, Kontinuität, Naturtalent, Stromlinie und Ausgleich. Solltet ihr nicht in der Lage sein, euch Ausrauben zu beschaffen, solltet ihr Ausgleich durch flüchtige Expertise und Ausrauben durch eine andere Mod eurer Wahl ersetzen. Mein zweiter Bild maximiert Entweihen und besteht aus Vitalität, Überdehnt, Ausrauben, Naturtalent, Kontinuität, Ausdehnung, Umlenkung und flüchtiger Expertise. Mein dritter Bild macht Necros zum Totenbeschwörer und besteht aus Vitalität, Umlenkung, Stromlinie, Schild der Schatten, flüchtige Stärke, Kontinuität, Verstärken und Fluss. Necros ist unter den Warframes, die man auf jeden Fall haben sollte. Entweihen ist in vielerlei Hinsicht nützlich, von Überlebensmissionen bis zur Jagd nach Ressourcen und Mods. Hinzu kommt, dass Necros einige der interessantesten Augmente besitzt. Wenn ihr Necros also noch nicht in eurem Arsenal habt, empfehle ich euch, das schnell zu ändern. Haben Sie auch Probleme mit Flecken, die nicht mehr weggehen? Dann vertrauen Sie dem Rat von über 1 Million Besatzungsmitgliedern auf Korpusschiffen, die ihre Mehrzweckreiniger durch Necros Bang ersetzt haben. Es ist zwar etwas gruselig und irgendwie krank, aber wirksam und profitabel. Mit seiner innovativen Entweih-Technologie entfernt Necros Bang selbst die hartnäckigsten Blutflecken und Leichenteile und verwandelt sie in Geld, Munition, Mods und Gesundheit. Necros Bang Universalreiniger. Und der Dreck ist weg.